der CD, legt es doch ins Studio rein und dann. Geh nun meinen Weg ganz alleine. Deine Liebe zu mir war nur ein Schein. Wir waren nun so viele Jahre zusammen. Dein Herz schlägt für mich immer noch in Flammen. Ich geh, geh, geh und es tut so weh. Ich geh, geh, geh und es tut so weh. Welcher Teufel hat uns denn auseinandergebracht? Oder war es Gott? Oder eine andere Macht. Leb wohl, du schöne Mein. Wahrscheinlich muss es doch sein. Ich geh, geh, geh. Und es tut so weh. Ich geh, geh, geh und es tut so weh. Ich geh, geh, geh und es tut so weh. Ja, Ariane, die Chance für einen Impulsausgleich. Hat dieses Lied Sie emotional berührt? Dann zeigen Sie und stärken Sie mit Ihrem Impulsausgleich Ihren Kanal Telemedial. Ihr Kanal, in dem Sie selber Ihr Programm bestimmen. Sie sehen? Man hat mich angerufen und gesagt, Thomas, wir trommeln mit dir, aber fang nicht gleich an, wir müssen noch die Trommeln vorbereiten. Wir wollen in den Lokalen mittrommeln. Volkssport, neuer Volkssport. Cempe, da geht's zur Sache. Neuer Volkssport, richtiges Tanzen, aber Menschen. Mach keine, ist keine Show. Kanal Telemedial ist ein Ritual. Und tanzt in einer inneren Stille und tanzt nicht den Karneval Brasil. Das ist nicht gemeint. Es ist ein spirituelles Ritual. Tanzt für euch selber. Tanzt für euch selber und geht in euch und spürt euch. Fixiert euch auf einen Punkt. Habt ihr keinen Punkt, nehmt unseren Kanal Telemedial, der bei euch im Fernsehen ist. Nehmt den. Ich zünde für euch die Kerze, die große Kerze an. Auf die könnt ihr euch konzentrieren. Und liebe Regie, macht vielleicht eine Bild-in-Bild-Funktion, dass die Menschen sich immer auf die Kerze konzentrieren können. Ihr richtet eine Kerze fest ein, dass die Tänzer sich immer auf die Kerze konzentrieren können. Das ist der Spirit. Es geht hier um Spirit und nicht um die Show. Kanal Telemedial ist keine
Schau, es ist ein Ritual. Das ist wichtig. Aber auch in einem Ritual ist Freude erlaubt. Und trommelt mit Freude und tanzt mit Freude, erlaubt euch Anstrengung, aber tanzt für euch. Schaut nicht die anderen an, die seht ihr die ganze Zeit, sondern schaut euch selber an, schaut in euch hinein. Und ihr Trommler, ihr spürt, wie beim Trommeln sich die Seele vom Körper löst. Dort könnt ihr es spüren. Ja, und ich lade das deutschsprachige Europa ein, jetzt hier unter unseren Nummern anzurufen. Anzurufen und zu sagen, ich grüße Punkt, Punkt, Punkt. Telemediale Freunde grüßen. Und ich bitte, keine Beleidigung mehr an mich wie Wichser. Ich möchte das nicht mehr hören. Und haltet und respektiert bitte das, was wir hier tun. Für die telemedialen Freunde und für mich ist diese Arbeit etwas Heiliges und auch das Trommeln. Es ist ein Ritual und keine Show. Und so wie jeder Kreis in seinem Kreis nicht gestört werden will, bitte ich die Leute anzurufen, die unsere Sache respektieren. Und sie, die Sache hier unmöglich finden, lassen sie es. Stören sie diese Veranstaltung nicht durch ihre Kommentare. Bitte lassen sie es. Wenn sie etwas tun mit ihrem Freundeskreis, wollen sie ja dabei auch nicht gestört werden. Es ist was Heiliges. Ja, und wir fangen an. Schön langsam. Kerze, Regie, setzt die Kerze noch etwas tiefer. Manchmal kann die Flamme noch höher kommen. Setzt die Flamme relativ weit unten.
bekommen Sie Ihr Solo. Klaus und ich machen die Basis. Sind Sie alleine zu Hause, kommen Sie Ihr großes Solo. Trommeln Sie Ihr Solo und tanzen Sie für sich. Ja. Und nachher, nach dem Tanzen, nach dem Trommeln, werden wir vielleicht sehen, wo ihr überall seid. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist die Claudia. Hallo, Claudia. Ich wollte nur meine beste Freundin grüßen heute. Ja, gerne. Und zwar ist das die Tina und die wohnt in Kühdorf. Das ist ein ganz kleiner, netter Ort in der Nähe von Kreiz, wo ich herkomme. Schön. Ja, und wir schauen euch immer mal. Ihr trommelt echt super. Ja, heute trommeln wir ganz ruhig, ne? Ja, das gefällt mir auch gut. Ich möchte immer so schnell trommeln, damit ich ins Schwitzen komme. Wenn ich so langsam trommel, dann komme ich nicht ins Schwitzen, ne? Du musst wohl ins Schwitzen kommen immer. Doch, ich mag die Anstrengung, weißt du, es ist meine Fitness am Abend. Ach so. Na, dann viel Spaß noch bei deiner Fitness. Ja, und ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß beim Trommeln. Danke. Und steckt die anderen damit an? Ich versuche. Ja, vergrößere die Trommelgemeinde Deutschlands und Europas. Okay, mach's ja. Gut, bis bald wieder. Bis bald, ja. Ciao. Tschüss. Finger in den Popo stecken. Aha. Ja, ich hab's angesprochen, jetzt zieh ich's an, ne?
Hallo Thomas. Hallo Helga. Hallo Thomas. Ich wollte dich grüßen. Ich sehe deine Sendung jetzt 2 Tage lang. Ich bin ganz begeistert. Und ich wünsche dir im Namen Jesu alle Liebe, alle Kraft. Ich hülle dich ein in seine Licht und in seinen Segen. Ich wünsche dir die ganze Liebe des Universums. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wünsche dir viel Kraft. Kachanama nachatima, kasanama dosatea, kasanama nachatima. Sei gesegnet. Und ich wünsche viel Erfolg mit deiner Sendung. Ja, und wen willst du grüßen? Sag keinen, ich bin sehr einsam. Ich bin die Gisela Winkler aus Bonn. Ich werde mich irgendwann mal wieder melden. Ja, du bist überhaupt nicht mehr einsam, denn du bist mit den telemedialen Freunden verbunden. Ja, preis dem Herrn. Halleluja. Ja, mit der Einsamkeit ist es vorbei. Es ist vorbei. Tschüss. Wir sind einsam. Ja, ciao. Wir sind einsam, ja. Aber nicht ohne Gott. Viele Grüße nach Bonn. Jo. Hallo? Ja, hallo. Ja, hier spricht Mathilde aus Wien. Hallo, Mathilde. Ja, es gibt auch nette Österreicher. Ich brauche mich nicht für die anders zu entschuldigen, aber das ist halt so. Ich wünsche euch frohe Ostern und ich werde in Wien dann einmal vorbeischauen. Jo, ja super. Also alles Liebe. Ja, danke. Baba. Bis dann. Baba. Baba. Ah, schön. Auch schon getrommelt, ohne dein Zutun, mit einem 6-jährigen das Mädchen, das jetzt 7 Jahre alt wird, glaube ich, ein Rohstofffeuer angezündet. Ja, in Ungarn. Ah, wir sind in Ungarn jetzt. Ja, jetzt bist du in Ungarn. Ah, das gefällt mir ja super. Ja, da fliegen wir jetzt gleich zu dir mit Google Earth. Ich werde dich jetzt auch trommeln, ja.
Ja. Und ihr könnt ihr jetzt mitmachen. Verstehst du mir, ja? Jo. Du, sag mal, in welcher Stadt du bist. Wir wollen mal gucken, wo du trommelst. Das kennst du nicht. Das ist in der Pump, in der Pusta, ein kleines Dorf. Buchstabier es mal, vielleicht finden wir es mit Google erst. S-A-Charut. S-A-U-D. S-A-R-D. Charut. Hast du das verstanden, Ariane? Ich sehe im Fernsehen jetzt, ich sehe jetzt etwas abseits hier. Ne? Das, ich rede zum ersten Mal mit dir. Ja? Jo. Okay. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke schön. Ich finde es auch ganz nett von dir, dass du mich einladest. Ja, du bist jetzt für Ungarn verantwortlich, dass Ungarn mittrommelt. Was sagst du zu deinen ungarischen, deutschsprachigen Telemedialschauern? Wie steckt ihr die Ungarn an, dass sie das auch auf Ungarisch verstehen? Dass wir hier trommeln, ganz Europa. Ich kann sehr wenig Ungarisch. Ja, aber ich kenne die Spiritualität der Ungarn ein bisschen. Ja. Und die ist ganz besonders. Ja, ich habe auch einen Schamanenfreund in Budapest. Ja. Und ich habe auch schon in Budapest gelebt eine Zeit lang. Ja. Ja, wunderbare Stadt. Ja, ich denke auch, ich bin hier in der Pampa, also Pusta nennt man das allgemein. Ja. An der Pusta, ja. Da war ich auch oben in der Pusta. Jetzt oute ich mich total. Ja. Da wollte ich irgendwann jetzt wieder zurückkehren nach Deutschland, würde ich sagen, was, mit dem Job hast du einen Kontakt? Du weißt, Kanaltelemedial ist gefährlich und wer mich mag, ja, ich hat weiß, nicht nur Freunde. Ich weiß, dass es gefährlich ist, Thomas. Ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber weißt du, das geht mir jetzt schon längere Zeit im Kopf rum. Ja? Also, ja. Ich schmiede Messer, um irgendwas zu kreieren. Mhm. Ja? Und der Stahl ist widerspenstig. Du verstehst es? Ja. Stahl ist widerspenstig und das Feuer gibt die Kraft. Ja. Und ich versuche etwas daraus zu gestalten. Genau. Und ich sag dir, was es auf spiritueller Weise bedeutet, wenn man sagt, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, ja. Ja, die kann ich nicht damit anfangen. Ich bin ein eher in mich gekehrter Mensch. Ich versuche jetzt im Moment mit den Upita-Schaden zurechtzukommen. Ja, mit was willst du zurechtkommen? Ich hab's nicht mit der Upina-Schaden. Das verstehe ich nicht. Upina? Upina-Schaden. Der Dings versteht auch nicht, der Klaus. Upina-Schaden. Sagt mir nichts. Was bedeutet das? Das sind die indische Weisheiten. Mhm. Ja, von der Lehre von Brahman und Atman. Ah, okay. Ja, die ist ja für uns sehr wichtig, ne? Gerade wir mit unserem neuen Geschäftsmodell, Energieausgleich für das, was man konsumiert. Wir gehen in Vorleistung und wir sagen, kreiert selber, ne, mit und finanziert euer Programm und wir sind die Idee. Guckst du schon eine Weile Kanal Telemedial? Ja, ich schaue das zwangsweise. Man guckt Kanal Telemedial zwangsweise? Ja. Wer zwingt dich dazu, außer ich? Bitte? Wer zwingt dich dazu, außer ich? Naja, es ist einfach das, was mich irgendwo interessiert tut. Du inspirierst und gibst Anregungen. Ja. Im geistigen Sinne, ja. Ich kann sagen, es ist. Ich habe jetzt auch vor 14 Tagen aufgehört zu rauchen. Ja. Ja. Schon länger her, 3 Wochen her. Und ist es schon Luxus, nicht mehr zu rauchen für dich? Ja. Ja, ich dachte, ich brauche das, weißt du, ich bin Künstler. Ja. Ja. Hab,
ich schreibe und male. Ja. Gib einfach. Dachte, ich brauch das. Aber jetzt bin ich einfach im Moment hohl. Ja. Jetzt aber bin ich im Moment gerade hohl. Und ja, aber das verschwindet. Lass dich ein. Ich zum 4 Uhr auf, hab Albträume. Mhm. Zum Beispiel über den Schlauspuchs, über die zwei hintere Stücke. Und jetzt über die Gier und Habsucht. Ne? Mhm, ja. Ja. Und dann muss ich mein großes Ohr sprechen morgens. Um 4 Uhr morgens. Und versuche irgendwie diese Schwingungen, die da sind, und meine Erkenntnis über mein Leben zu erfahren und in meine Kindheit zurückzugehen. Ja. Zu verstehen, was da alles verkehrt gelaufen ist. Ja. Mhm. Und auch mit meiner Beziehung und in meinem Leben, was alles ist. Ja. Und ich versuche aber jetzt, dass was ich heute erfahren habe, zum Beispiel durch das Kind, das 6 Jahre alt war. Ja. Und jetzt 7 wird, das hat auf einmal auch in dem Osterfeuer, das ich mitgemacht habe, angefangen zu singen. Mhm. Und ich war etwas weiter draußen auf der Wiese und habe den Gesang gehört von dem Kind. Ja. Und habe dann angefangen auch zu schwingen, ja. Ja. Und mitzuschwingen. Und dann hat das Kind und ich haben wir getrommelt. Mhm. Und diese oben Geschichte, ja, ja. Oder diese Schwingung. Ja, ich weiß schon. Ja. Ja, ja. Und das hat das Kind voll. Und ich habe das so erlebt, dass es ein geistiges Ding ist, wo ich jetzt erwache, so langsam. Ja. Über mein Leben. Um zu versuchen, ich war ja schon vorher ein geistiger, ich war Christ, mhm. War in einer Bruderschaft. Mhm. Ich habe schon alle geistigen möglichen Richtungen erlebt, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist jetzt eine neue Sache, die anfängt. Nicht nur das christlich-geistliche, was ein Unterbau ist von Moralität und Geistigkeit und Moral und Ethik. Ja. Das ist die erste Stufe, meine ich. Und jetzt kommt die nächste Stufe, die in dich reingeht. Ich kann erwachen nachts mit einem Traum, mit einem Herzklopfer. Mhm. Herzklopfe und erlebt dann und muss dann überlegen, was hat mir das gesagt? Ja. Der Traum, was hat er mir gesagt? Und da war er zuerst der Fuchs, der kranke Fuchs, der hinterlistig ja. ist, der klug ist, der aber Klugheit allein nützt nichts. Und ja. Er ist krank. Der Fuchs ist krank. Ja. Und ich habe ihn geköpft, was mir wehgetan hat, weil er krank war. Weil ich tut normal kein Tier töte, ja. Mhm. Ich liebe meine Katze, ich liebe meine Hunde, Hund und so, ja. Mhm. Und es tat mir richtig weh. Und das nächste war, dass mich zwei Leute verfolgt haben. Und die haben mich angegriffen. Dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Dann habe ich den einen gepackt und habe gesagt, jetzt reicht's, hör mal jetzt auf. Dann hat er gesagt, okay, jetzt hören wir auf. Plötzlich 2 Minuten später hatte der mein Auge mein Auge in der Hand und hat damit rumgebämpelt und hat gesagt, jetzt schau mal, da ist dein Auge.
bin natürlich total erschrocken. Ne? Mhm. Ich konnte zwar noch schauen, aber dann habe ich begriffen, was soll das? Ich hatte solche Angst. Und dann habe ich begriffen, dass das die Hinterlist ist. Dass das die Hinterlist ist. Ja. Mhm. Die in jedem von uns drinsteckt, die Hinterlistigkeit. Mhm. Ja. Und gestern Nacht hatte ich einen Traum. Da bin ich 4, 5 Leute begegnet. Da war ein Bagger. Der hat eine Straße aufgebaggert. Mhm. Und ich bin so ein Mensch, der hinter Schätze her war, was noch nicht entdeckt war, das Geheimnisvolle. Mhm. Zum Beispiel einen Schatz zu entdecken. Da waren lauter ausgeräumte Häuser. Und da habe ich noch ein Rest von Bessing und Schätzen entdeckt, ja. Und dachte, das kann man auch zu Geld machen oder so, ja. Und ich wusste schon, da bin ich im Haus, da war aber die Treppe abgeschnitten, da waren nur noch Reste von Treppe erhalten. Und ich komme in einen Raum und da sehe ich 3, 4 Leute und sage, ja, servus, kennst du mich nicht mehr? Kennst du mich doch noch? Ja, sag ich, ja, natürlich. Ja, klar, du bist der und der. Ja, ja, gut, kennen wir uns doch. Ja, ja. Du musst öfters denen nachgeben, was schlecht ich dich damals im Griff gehabt habe. Mhm. Und sagte, okay, ich will ja nicht. Ich kenne dich, ja, klar, prima. Super. Ja, und dann kommst du wieder auf dich selbst zurück, ja, dann kommst du wieder auf dich selbst zurück. Und dann suchst du nach Schätze und das wird nicht erfüllt. Das wird nicht erfüllt. Ja. Thomas, verstehst du mich? Ja. Sag mal was dazu. Ich mache gerade kurze Zwischenmahlzeit. Ich möchte mal, dass meine Gäste was dazu sagen. Ich sage zum Schluss noch was dazu. Aber ich möchte auch mal, dass die Leute, die hier am Orange Table angereist sind, die sollen mal was dazu sagen. Wir haben hier ein Channel Medium, das das höchste Metatron anzapfen kann. Die sollen mal was dazu sagen. Und dann kriegst du noch mal einen gesunden Menschenverstand von Klaus dazu. Ein einfach natürlicher, gesunder Menschenverstand. Menschenverstand habe ich schon. Ja doch, aber... Weißt du, es geht alles schon recht cool ab. Ja, es geht schon alles recht cool ab, ja, bei mir. Brauchst du keine Gedanken machen, dass nicht alles recht cool abgeht. Naja, jetzt hör mal an, was du... Ich denke, deine Träume haben schon was zu bedeuten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Suche nach deinen Schätzen, vielleicht... Suchst du was, wo du vielleicht schon hast und du weißt es noch nicht? Er kennt es nur nicht. Warte mal, ich muss das mal aufs andere Ohr nehmen. Jetzt. Ja, ich denke, deine Suche nach den Schätzen, die du hast, ist eigentlich, glaube ich, dass du vielleicht was suchst, was du schon in dir hast, bloß das noch nicht siehst. Ja, das weiß ich. Mhm. Ich denke, ich weiß es auch. Und auch. Weil ich denke, jeder hat so eine gewisse Grundschwingung. Eine Grundschwingung in sich, ja. Und dass ich auf dem einen Ohr nicht so viel höre. Jetzt habe ich mich auf mein linkes Ohr genommen. Jetzt muss ich die wieder auf das rechte. Da höre ich das normal jetzt. Also der muss es gar nicht, dass ich so klinge. Du musst deinen Fernseher leise machen, wir haben sonst so viel Rückhalt hier. Ja, ich wusste nicht, dass ich so klinge. Ich habe auf dem einen Ohr ein bisschen Probleme und auf dem anderen nicht so. Ja. Auf welchem Ohr hast du Probleme? Aber was ich toll finde, dass man mit euch eigentlich reden kann, wie man gerade denkt oder wie man gerade fühlt. Ja. Und
Auf welchem Ohr hast du Probleme? Bitte? Auf welchem Ohr hast du Probleme? Jetzt auf dem linken Ohr. Und ich habe aber jetzt den Hörer auf dem linken Ohr, weil das alles gemindert ist. Ja. Mhm. Auf dem rechten Ohr schallt das alles und klingt das alles brutal. Ja. Ja, Herr Mia, was hast du dazu zu sagen? Nein, ich habe da ein Bakterium drin. Ja, ja. Hör mal, was dir die... Was ich auch nicht bekämpfen lässt, ja, ja. So leicht, ja. Gib doch mal der Herr Mia die Gelegenheit, mir was... Gib doch mal der Herr Mia die Gelegenheit, dass sie was dazu sagen kann. Ja. Was suchst du denn für einen Schatz bei dir? Suchst du Liebe? Nein, pass auf, als kleines Kind schon, mit 7 Jahren, bin ich aus der ersten Klasse weggegeben worden als Träumer. Mhm. Als Träumer. Und dann bin ich zu meinen Großeltern gekommen und da habe ich dann im Wald Tapete-Muster entdeckt. Die habe ich aufgeschlagen und das war alles wunderbare Tapetenmuster, ja? Tapetenmuster, die mir ein Gefühl gegeben haben, etwas entdeckt zu haben, etwas, ein Schatz. Also so ein Tapetenmusterkatalog, meinst du? Ja, genau. Der Klaus hat nämlich gerade schon nicht den Zusammenhang gehabt. 7 Jahre alt oder so. Mhm. Ja, und das war für mich der Schatz. Das war für mich der Schatz, ja. Mhm, mh. Ja. Und nach dem suche ich eigentlich immer noch, ja. Also ich habe ihn jetzt vertrieben durch mein Ohmgesang, ja. Durch das Ohm habe ich ihn vertrieben, ja. Ich habe ihn vertrieben durch das Ohm. Mhm. Warum meinst du, dass es vertrieben ist? Vertrieben habe ich ihn dadurch, dass ich mich versuche, als mich zu empfinden, als eigen, ja? Ohne etwas zu brauchen, ohne etwas zu wollen. Mhm. Das ist es. Bitte? Das ist es. Also, ich bin vielen Ideen hinterhergehetzt in meinem Leben. Ich bin auch sehr kreativ. Und meine größte Idee, die telemediale Idee, die habe ich in die göttliche Absicht gestellt. Ja. Und ich will nichts mehr. Ich will nichts mehr. Und mit dem Wolle, das ist vorbei. Ja. Ich nehme das... Was zu mir kommt, ist der Tisch voll, ist gut für mich. Das ist deine Seele. Ist einer da, ist gut für mich. Ist keiner da, ist am besten für mich. Ja. Es ist deine Seele. Hm. Es ist deine Seele. Ja, okay, das habe ich verstanden. Jetzt aber, du hast immer nach Kreativität gefragt. Was könnte ich beitragen? Mhm. Was könnte ich dir geben? Bei der Sache. Jetzt habe ich darüber nachgedacht. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe dann am Samstagmorgen schaue ich mir immer die philosophische Filme, sonntagsmorgens kommt immer diese philosophische Akademie, ja, von den Professoren, die da reden, im SWR3 und so, 9 Uhr morgens und so. Okay, schaue ich mir meistens an und versuche die zu verstehen. Und da war genau das Thema, bloß sind sie nicht auf den Gedanken gekommen. Das war ein Professor Felix noch was letzte Woche. Und sie sind aber nicht auf den Gedanken gekommen, den ich dir eigentlich gerne mitteilen wollte. Aber dass du gesagt hast, du bist nicht sozial, sondern du bist nur ein Business. Nein, das wäre ein Missverständnis. Wir machen Spirit im Business und von den Gewinnen nehmen wir selber die Verantwortung. Also so den Kanal Telemedial in seiner Wirtschaftlichkeit, denn endlich bald in die schwarzen Zahlen kommt, werden wir mit den Überflüssen
33,3% selbst soziale Verantwortung übernehmen, wo wir dann mit den telemedialen Freunden entscheiden werden, was damit geschieht. Die erste Richtlinie ist, dass wir was für alleinerziehende Mütter und Waisenkinder tun wollen. Ja. Das ist so mal unsere erste Zielgruppe, weil das gerade die Hauptzielgruppe Deutschland oder die der Hauptberuf Deutschlands ist die alleinerziehende Mutter oder im deutschsprachigen Raum. Ja, das haben wir am meisten und da haben wir gesagt, aber da sind wir noch, wir sind erstmal, da müssen wir erstmal noch durch den Geburtskanal und ich würde mir wünschen, dass wir vor dem August schon in den schwarzen Zahlen sind, dass wir dann endlich den Überfluss haben. Ja. Den Überfluss, ja, den wünsche ich mir auch immer, den Überfluss. Ja. Bloß ich mache immer nur einen negativen Minus, Minus, Minus. Ja, es ist eine kleine Anstellung, jahrelange Anstellung, habe ich immer noch Minus gemacht. Ja. Das, ich ich weiß, weil alle, alle, die spirituell, hör mal mir zu, auch, ich habe dich jetzt auch lang genug reden lassen, jetzt hör mal mir zu, alle, und das sage ich auch zu allen, meine Lebenserfahrung, wer der Spiritualität hinterher rennt, ist es nicht. Und alle die, die spirituell sein wollen, die sind es nicht. So, spirituell sein heißt, es ist ganz normal. Spirituell zu sein heißt, es ist ganz gesund. Und die, sich die Spiritualität zum Beruf machen, die wollen spirituell sein. Und ich sage, der spirituell sein will, ist es nicht. Kannst du mir das bestätigen? Ich wollte es auch jahrelang nicht. Ich habe es abgelehnt. Ich lehne die Schwarzkoten. Ich lehne die Schwarzkoten ab. Ich lehne die Schwarzkoten ab. Wind, gar nichts. Warte, stopp. Nimm den Wind raus. Lass uns mit nichts anfeinden. Rede aus dir. Und lass die anderen in Ruhe. Wir wollen, wir bleiben bei der Sachebene und geh bitte nicht in die Wertediskussion rein. Das ist nicht die Intention. Warum muss man etwas speziell deklarieren? Manchmal gehört es dazu für ein Verständnis. Ja, gut, okay. Na, aber das ist mal wichtig. Und ich möchte diesen Irrtum, alle ihr, die sich den spirituellen Weg gewidmet haben, nehmt euer Leben dazu mit und schwingt euch nicht raus. Und liebe Hausfrau, die die erste Lebenshälfte die Familie versorgt habt, schwingt euch jetzt nicht in die Lieblingsersatzbeschäftigung. Ich werde jetzt spirituell und suche meine spirituelle Freundegruppe und die erste Lebenshälfte nichts an sich selber gearbeitet, weil man die Familie versorgt hat und nur nach die Kinder geguckt hat und versucht hat, dem Mann recht zu machen. Und in der zweiten Lebenshälfte der Ersatz Beschäftigung, Selbstfindung nachzugehen. Ja, okay. Macht mal alle eine richtig ordentliche Arbeit und schafft mal richtig was und nehmt Verantwortung und schwingt euch nicht spirituell weg, weil dann geht die Knete weg. Wahre Spiritualität ist geerdet. Da steht man im Alltag, wie ich auch. Ich bin spirituell, ich bin materiell, denn ich bin Geist und Fleisch. Ja? Und nicht nur das eine. Aber ich habe eine Richtlinie und ich weiß, an Platz 1 ist der Geist und an Platz 2 ist die Materie. Und ich muss erst das innere Gold in mir anhäufen, dass das Äußere mir zufallen kann. Und wer zuerst nach dem äußeren Gold greift, der greift, wie Omram Michael Ivanhoff sagt, der greift die Schlange am Schwanz an und dann beißt sie dich. So, und darauf kommt es an. Und das müssen die Leute mal kapieren. Die sollen nicht durch die Gegend rumrennen. Ich bin esoterische Reiki, Oberjägermeister. Und du kannst gegen 1500 Euro von mir die erste, zweite, dritte, 15.000 Euro vierte Einweihung kriegen und so ein Zeug. Und die Leute, die zu den Scharlatanen hingehen und sich abzocken lassen, das geschieht ihnen recht. Wer denkt, er wird eingeweiht in 3 Wochen oder über den Kurs, der soll dieses Schmerzensgeld zahlen. Ja. Wer glaubt, dass er die Erleuchtung in 3 Tage kriegt, der soll sie sich kaufen. Bei mir kann man die Erleuchtung in 3 Tage haben. 10.000 Euro, wer erleuchtet sein will, kommt zu mir. Ich erleuchte euch in 3 Tagen. Und ihr müsst überlegen, ob ihr ein Radieschen sein wollt oder eine Eiche. Ja, aber jetzt Thomas, Du bist nicht ganz bei mir. Ja. Was ist es? Du
Du bist nicht bei mir. Ich war gerade bei der Sache, es stimmt. Ich war nicht bei dir, aber ich komme zurück zu dir, wenn ich noch darf. Ja, natürlich. Okay. Was ist dein Thema? Du hast jetzt so angekreist, die... Träume. Die Hermia und der Klaus... Jetzt schaue ich dich mal im Fernsehen. Ich schaue dich von Ferne her. Ja, kennst du mich privat auch, oder? Nee. Nein, gar nicht. Nein. Aber ich weiß, dass du aus der Nähe von Waiblingen kommst. Ich war lange Jahre in Stuttgart, aber ich komme aus Baden. Mhm. Ich bin ein paar Tänzer. Also, aber du hast dich fast eher angehört wie ein Schweizer, ne? Ja, das kommt ja aus. Das kommt ja ganz von unten. Ganz von unten. Mark Räfler. Weil am Rhein. Ja, kriegen wir noch was auf den Punkt? Hast du eine konkrete Botschaft? Das sagt gerade meine Freundin sagt es. Also, wo ich morgens aufgestanden bin, da hast du mir gesagt, man muss sich inspirieren, weil als er diese langweilige Geschichte, wo ich auch verfolgt habe, dass ich mich recht inspiriert hat. Ja. Okay. Jetzt redet mir meine Freundin. Ins Knick hier. Okay. Ja. Moment, jetzt muss ich konzentrieren. Ja, ich muss auch kurz. Druckt er mir mal noch E-Mails raus, irgendwer? Also. Meine Gedanke war, dass man versucht, dem Menschen was Gutes zu tun. Dass der Mensch dem Mensch was Gutes tut. Ich möchte da gleich reingucken, korrigieren. Man sollte es nicht versuchen, sondern man sollte es tun. Ja, also Handeln. Da wärst du eine Anlaufstelle, dass du durch die Energie, die nicht nur jetzt geistig, sondern auch durch zum Beispiel den realen Stromerzeugung, was jeden Menschen entlasten könnte, dadurch, dass man Sonnenenergie benutzen tut. Sonnenenergie, und zwar, dass jeder Mensch auf der Erde, sagen wir mal, 1 Euro bezahlt im Monat auf ein Konto, das offengelegt wird, und dadurch ein Territorium bestückt wird mit Solarvoltaikanlagen. Und das wäre Milliarden, und nicht immer die großen Konzerne würden dieses Geld abkassieren, sondern es würde ganz einfach den Mensch für den Menschen durch das, was auf die Erde Leben tut, nämlich die Natur macht nichts anders, dass sie Leben tut durch die Sonne und durch die Energie. Jetzt hast du es. Jetzt hast du es auf den Punkt gebracht. Sag noch mal deinen ganzen Namen. Manfred Hartung. Manfred Hartung. Das ist es. Also in Thailand sind wir auch dran, dass wir auch Solarenergie kriegen. Und weißt du, was ich übel finde? Ich kriege auch immer wieder übrigens einen Anruf von einer Solarfirma, die gerade Anteile verkauft. Unternehmensaktien für Solarkraftwerke. Ja. Aber weißt du, was ich übel finde? Wenn ich überlege, vor na gut 10, 15 Jahren habe ich mit meiner Band die erste CD gemacht. Da hat der Rolling 30 Mark gekostet. Heute kostet der Rolling noch, ich glaube, 30 Cent. Ja? Ja. Und dass die Solarenergie... Genau. Die steckt nämlich in der Kinderschuhe. Nein, die steckt überhaupt nicht in der Kinderschuhe. Die ist schon super geil entwickelt, dass die nicht aus der Hüfte kommt, dass das nicht in, dass diese Atomlobby und diese Erdöllobby diesen Fortschritt stoppt und verzögert. Ja. Das finde ich so scheiße. Ja, Thomas. Ja. Das finde ich wirklich scheiße. Und das ist meine Meinung. Ne? Weißt du, Christus hat nicht nur Wischiwaschi geredet, er war ein politischer Mensch. Ja. Ja. Man muss es verstehen. So, aber das ist eine Sache, dass man da was annimmt. Ne? Ich habe mir das auch schon gewünscht, dass jeder Telemedialschauer am Tag wenigstens mal einen Euro bringt, dass wir die Grundkosten haben. Aber das ist könnte dieser Bereich,
des Umweltbewusstseins. Umweltbewusstsein. Ich kenne auch einen telemedialen Freund. Das wäre mein Beitrag. Ja, der ist toll. Den müssen wir nur noch gucken, wie wir den durchkriegen, durchplanen. Ja. Nur eine Idee reinwerfen, weißt du? Viele sagen, Thomas, ich habe Ideen, ich habe auch Ideen. Die Kunst ist das, was ich tue, eine Idee materialisieren. Und wir telemedialen Freunde, jetzt müssen wir mal den Kern stärken. Wer sagt, und dann, was Demokratie ist? Halt mal, stopp! Ja. Vorsichtig. Ich will keine Partei an der Backe. Ich will hier friedlich durch. Okay. Ne? Wir bleiben auf der Sachebene. Ja, okay. Wir sind ein spiritueller Teleshop. Wir gehen fürs Umweltbewusstsein. Nur alles, was zum Wohle aller geht, ist unser Thema. Ja. So. Und nur darum geht es. Und wir gehen immer nur Themen, die zum Wohle aller gehen. Ja. Wir greifen nicht eine Zielgruppe an, sondern die spirituelle Idee von Kanal Telemedial ist die neutrale Spiritualität, der man aus jeder Glaubensrichtung, ohne seine Basisglaubensrichtung zu verraten oder aufzugeben, zufließen kann, um sich selbst zu entfalten. Wo man aus jeder Ideologierichtung zufließen kann, um sich selbst zu entfalten. Das ist die telemediale Idee. Ja. Und ich möchte nicht, dass wir rausrutschen und irgendeine Zielgruppe in der Partei oder irgendwas in der Vergangenheit angreifen, sondern wenn ich sehe, es gibt Solarenergie und mir stinkt es und wir wissen, das ist gesund und gut, dann soll das genauso, soll erstmal die Solarenergie so angeschoben werden oder gefördert werden, dass ich mir die auch nicht für 30 Euro die Platte aus Dach mache, sondern für 30 Cent. Ja? Und, aber es geht um ein Territorium, dass man sich erkämpfen tut, irgendwo, was optimal wäre, der Sahara. Ja? Regie, ich Augenblick mal. Regie, sprich nochmal. Okay, danke. Ein Territorium, das man sich erkämpfen wird in der Sahara, das das Optimale geben würde. Und jeder, der einzahlt, bekommt das später umsonst. Ja. Das ist das, was der Mensch für den Menschen tun kann. Hm. Verstehst du? Ja. Ja. Das ist das, was der Mensch für den Menschen tun kann. Ja, also... Wir leben heute alle in einer versucht, den anderen zu bescheißen. Ja, da sind wir fertig damit. Das, genau darauf habe ich keinen Bock mehr auf die Geschäfte machen. Genau, und darum sei mir nicht böse, weil unsere Demokratie... Ich kann dir nicht böse sein. Und lass jetzt die Demokratie in Ruhe. Lass das Politische raus. Sprech das aber aus einem anderen Blickwinkel raus an, dass wir niemand angreifen, bitte. So. Nein, okay. Ich möchte, dass du dich vorbereitest. Aber Hör mal zu. Ich möchte jetzt das Gespräch bald beenden und möchte dich bitten, dass du dich wieder bei uns meldest und konkret dabei bleibst. Aber der zweite Schritt ist erst, dass wir wirken können, muss jetzt die telemediale Idee erstmal sich selber versorgen. Und das ist auch dein Thema. Du musst nicht nur nach außen denken an den dritten Schritt. Denk du erstmal an deine eigene seelische Selbstversorgung. Versorg dann, was dich im Augenblick seelisch selbst versorgt. Denn das, was du gerade gesagt hast, das hat Europa gehört. Guck erstmal, dass die Plattform steht. Okay. Und wenn die Plattform steht, dann haben wir alle Zeit der Welt, dieses Thema ins Auge zu fassen. Da kommt es auf ein Jahr früher oder später nicht an. Hauptsache, das zieht zügiger durch. Ich besuche dich in Wien oder in Ludwigsburg, okay? Okay. Wir können mal persönlich miteinander reden. Ja. Ich habe noch viel beizutragen, was heute nicht zur Sprache kam. Okay. Wir müssen es auch Stück für Stück aufbauen, homöopathische Dosierungen. Okay. Du bist ein echter Querdenker, Freigeist, Linksdenker, Freidenker. Solche Leute brauchen wir im deutschsprachigen Europa. Hast mich verstanden. Du bist voll angekommen. Ich danke dir. Viele Grüße nach Ungarn, alter Freigeist. Alles Gute. Bis dann. Servus. 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 Ciao.